Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute wieder in ETS 2, also Euro Truck Simulator 2, und zwar wieder im Multiplayer, so wie es sich gehört. Und zwar heute mit dem lieben Tium. Hi, jetzt auch nochmal von meiner Seite an meine Zuschauer. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mit dem Simo-Player unterwegs und wir fahren wie im letzten Video auch schon Geschenke. Jetzt wird es gerade Nacht. Wir haben die Wintermod. Die Wintermod ist endlich für die 1.43 verfügbar. Deswegen fahren wir natürlich auch gleich mit der Wintermod, natürlich auch mit der Physik. Ich bin mal gespannt, wie wir uns schlagen werden. Ich werde so sterben. Und dann, das werden wir danach sehen, fahren wir auch los und verlieren keine Zeit. Schwingen uns in unseren MAN. Bist du vorfahren? Nee, lieber nicht. Okay, dann fahre ich vor. Oh, Gang müsst ihr vielleicht rein. Jetzt. Okay, es geht schon mal gut los. Ey, ich habe den Gang nicht drin gehabt. Wir fahren nach Alba. Kannst du es aussprechen? Wir fahren nach Berlin. Nee, nicht ganz. Ich weiß nicht, wo der steht. F6. F6. Nach. Albacete, keine Ahnung. Ach so. Ich sehe es immer noch nicht. Doch, Albacete, ja, keine Ahnung. Wir sind leider gar beide keine Spanier. Wir sind auf jeden Fall wieder in Spanien unterwegs. Yep. Welchen LKW fährst du? DAF XG Plus. Ja, genau. Den mit Mirror Camps, oder? Ja, genau. Der Vorteil ist, es kann keiner einen in den Spiegel abfahren oder so. Wie sonst immer passiert. Ja. Ich mag ihn schon. Eigentlich, der ist schon ganz cool. Wir sind 40, oder? Ich glaube, ja. Ja, kann gut sein. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt. Oh Gott, das war knapp. Ups. Bist du mir drauf gefahren? Nein, wie kommt es denn darauf? Meine Bremse war einfach ruckartig und das hat dann halt den Schall, den hat er einfach mitgenommen. Genau. Den Schall, was? Ja, einfach durch den Windstoß, den ich sozusagen mitgenommen habe bei der Bremsung, weil meine Bremsen so gut sind. So. Ist dann einfach deswegen der Wind. Habe ich diesen. Ja. Genau. Verstanden. Also ist eine physikalische Sache, also bin ich jetzt auch nicht ganz informiert. Ist historisch so belegt und ist so hinnehmbar? Oder ist so hinzunehmen? Alter, ich habe Angst um mein Heck. Ja, ich musste gerade so ausweichen auf die andere Seite. Und ich habe nur einen Satz nach vorne gemacht. Weil ich Angst um mein Heck hatte. Ja, mein Fuß tut jetzt voll weh, weil ich da voll drauf gehauen habe. Aber unsere Trailer sind schon sehr hübsch, also. Ja, die leuchten so schön. Ja, das. So. Ups. Ja, immerhin die Spiegel können minimal abgefahren werden, das ist ja schon mal ein Vorteil. Naja, du kannst ja nur die komplette Schnauze kaputt fahren. Naja, dann ist halt so. Fenster auf. Dann ist halt so. Fenster auf. Das Wetter ist dafür geeignet. Ist ja nicht so, dass es Winter ist. Ah. Am Kreisverkehr. Machen wir wieder zu. Nehmen. Ich hab die jetzt mal aufs Auslenkrad. Oh mein gelegt. Gott, wie fährst denn du? Mein Gott. So, jetzt aufs Gas steigen. Hier würde ich jetzt nicht stehen bleiben. Oh oh. Denk dran, du hast doch 23,5 Tonnen hinten drauf. Oh ja, ich verliere Geschwindigkeit. Würde ich nicht unterschätzen. Ja, ich erinnere mich selbst an Omsi damals in Gladbeck. Ich konnte nicht mehr hochfahren. In München war der Zug zu schwach bei Schnee und ich konnte nicht hochfahren. Und in Köln war das damals. Ich fahre mal noch ein bisschen langsamer und warte auf dich. Bitte links. Aber wenn ich jetzt da gleich 90 fahre, dann kannst du nicht mehr aufholen. Dann kommen wir nicht mehr runter. Du musst links rüber, by the way. Schon erledigt. Bitte links halten. Was steht bei dir noch so in Weihnachtsvorbereitungen an? Eigentlich nix. Ich habe jetzt. Oh, eigentlich nix. Es ist eigentlich schon erledigt. Rechts halten. Geschenke für alle besorgt. Ja, eigentlich schon. Ich habe bloß. Die. Ich weiß ja nicht, wie ich das dann. Nein, nein. Anhalten, oh, sofort anhalten. Oh oh. Sofort anhalten, nein, wir hätten hier rechts stopp. Gemusst. Ja! Oh, Brems. Das hat keiner gesehen. Der ist ein Auto. Wir schauen jetzt mir. Alle einmal kurz weg. Oh oh. Alle einmal kurz wegschauen, hat niemand gesehen. Hat niemand gesehen. Das ist jetzt ein Experiment, das man so ausprobiert mittlerweile seit neuestem.
auf einer Autobahn mal eben kurz rückwärts fahren. Das ist so ein Projekt von den LKW-Fahrern so an sich. Oh Gott! Ja, ich seh's. Unangenehm. Nee, ich seh's nicht, eben, das ist ja das. Ich seh's irgendwie nicht. Unangenehm. Na. So, boah, der bremst ja gar nicht. Nee, jetzt liegt Schnee. Hallo, Warnblinker an, du fährst rückwärts. Achso, wie geht denn der Warnblinker an mit F? Hey, ich fahr doch nicht rückwärts, oh Gottes Willen. Nein. Rückwärts auf der Autobahn, also das ist. Du fährst vorwärts, nur mit negativen Geschwindigkeiten. So schaut's aus. Genau, so könnte man es nochmal abweichend darstellen. Ach du Scheiße. Was machen wir hier? Ja, das, was halt sein muss, ne? Was sein muss, muss sein, ne? Und ist hör auf unvermeidbar. Zu hupen. Ich sag immer, was sein muss, muss sein und ist unvermeidbar. Wenn ich sag, ich will Burger essen, dann will ich Burger essen und keine Pommes. Neu berechnen. Wenn ich sag, ich will negative Geschwindigkeit fahren, dann fahre ich negative Geschwindigkeiten. Wie geht man nochmal die. So. Aus, pieps, es pieps, mach aus. Okay. Ich fahre gerade mal weiter, dass du hinten, dass ihr nicht im Stau steht. Hm. Das, wir sind nie rückwärts gefahren, hat keiner gesehen. Nee, wir haben nur, wir sind kurz stehen geblieben und dann hat sich die Welt kurz bewegt. Genau. Und unsere Geschwindigkeiten haben sie einmal vom positiven Plop, waren sie negativ. Ja. Kann mal passieren, also. Maunst meine Katze und will raus, so ein schlechter Scherz. Hm. Ey Katze, das ist ein schlechter Scherz, ganz schlechter Scherz. Bitte rechts halten. Bist du hinter mir? Ja. Oh, hier sind nur 40. Ja, ich muss heute so schmunzeln, also mehr als das. Als ich warte, ich muss meine Katze rauslassen, ich muss gleich auch weiter schmunzeln. Oh Gott, die Leitplanke. Ja. Oh Gott, die andere Leitplanke. Oh. So. Und aufs Gas steigen. Ja, also jetzt bin ich für dich da. Ja, und dann habe ich halt, ja, ich hab meine Mutter ausgemacht. Wo ich aufgestanden bin, habe ich dann halt quasi mein Handy durchschaut und dann war da alles voll. Also das hat schon geleckt, weil ich das nicht mehr. Und dann habe ich halt so 1000 Snaps gekriegt, habe ich einen Snap geöffnet und dann habe ich nur so ein Bild gesehen von einer Katze. Ja, und die hat irgendwie, keine Ahnung, irgendwas fabriziert, so dass die Lampe von jemandem nicht mehr funktioniert hat. Und okay. Also ich habe so lachen müssen, das war. Ich hatte das erstmal gescreenshottet. Weil ich wusste, dass der Typ eigentlich voll toxic ist jetzt, wenn ich den jetzt darauf anschreibe, aber. Ja. War er dann nicht, er hat dann Lachsmilies hinterhergeschickt. Na geil. Ja, gestern habe ich auch eine Stunde lang mit jemandem noch auf Snapchat quasi geschrieben. Das mache ich sonst auch nicht. Aber ja, andere Möglichkeit hatte ich jetzt keine. Und es hat sich so ergeben. Es sind ein paar Videos und Sticker hin und her gegangen. Naja, das war dann schon. Gott sei Dank sind die nicht mehr sichtbar. Okay, ganz, ganz komische Nummer. Wir wechseln lieber das Thema. Was ist aktuell so dein Lieblingsspiel? Ich spiele immer so ganz viel Tram-Simulatoren eigentlich. Hauptsächlich, weil ich da mein Lenkrad nicht umstellen muss die ganze Zeit. Weil ich jetzt mit diesem Joystick geholt habe eigentlich und dann spiele ich das so. Ich freue mich jetzt so hart auf die neue Linie in Wien, die jetzt kommt, in Tramsim. Da wird dann mit dem Joystick, der wird dann durchgesuchtet, stundenlang. Und was halt noch alles kommt. Ja, ich hoffe mal, da kommt noch Controller-Unterstützung für mehrere Spiele oder halt, dass da was weiterentwickelt wird oder so. Weil man hat eigentlich so viel zu spielen noch, aber halt nicht nach dem aktuellen Stand. Also erst, wenn es dann wirklich soweit ist. Weil aktuell sind die Spiele, die man halt will, die so eigentlich voll geil sind. Und was halt alles so kommt, die sind halt noch nicht da. Ja. Na gut, ich bin mal gespannt, was 2022 noch alles so an Spielen dann eben kommt. Ja, da wurde ja auch wieder was angekündigt, aber ich habe selber keinen Plan mehr. Ich habe keinen Überblick mehr, weil ich mich das nicht mehr verfolgt habe. Wie weit bist denn du hinter mir? Ja, ich fahre vorausschauend. Ich lass mich mal ein bisschen zurückfallen, bis du mal wieder aufschließen kannst. Ja, ich habe jetzt voll Schiss, wenn ich jetzt hier links fahre, dass einer rüberzieht. Aber. Einfach durchböllern. Man merkt dann schon, wenn es rumst.
Erstmal kompletter Gehörsturz, wenn ich nach außen gehe. Wie geil einfach die Blinker ausschauen, wenn die so blinken. Ja, gib mal Gas. Ja, mehr geht nicht, ich gebe Vollgas. 90. Ich fahre nur noch 69. Ah, da sehe ich was. Bist du wieder am Start? So einigermaßen. Ja, bis ich von 77 wieder hochbeschleunigt habe, das dauert ja. Kann sein, dass dein Ding eigentlich besser bremst als meins. Immer wenn du dann bremst, dann knall ich da voll rein eigentlich. Hast du die Stärke der Bremsen auf 100%? Nee. Achso. Da hast du die Antwort. Ja, weil ich kann so nicht fahren. Mit 100%. Ist mir zu stark. Weil es in meinen Augen nicht realistisch. Wenn du einmal auf die Bremse titschst und das Ding direkt steht. Naja. Ich habe ETS schon lange nicht mehr gespielt. Eigentlich auch. Ich meine jetzt mal hier was von dem Mod, den wir drin haben. Nö, scheinbar nicht. Hänge ich dich gerade wieder ab? Nee. Krass. Nee. So schnell wird's mir nicht mehr los. Also ich fahre 90. Ich ja. Tempomat habe ich an. Jetzt hat er seine Lampen an. Aber der braucht ja ewig, bis der da bergauf geht und dann wieder mal auf 90 geht. Mhm. Wir sind da 90, ja. Fährt man da nicht mit Ketten oder so eigentlich? Bei solchem Wetter? Keine Ahnung. Ich glaube, bei solchem Wetter wäre eigentlich die Autobahn geräumt. Ja gut, das stimmt auch wieder. Ich weiß noch, die Busse... Was schleicht denn die KI so? Ich weiß noch, die Busse, die habe ich immer mit Dingen... Also wo der Schnee wirklich hoch war. Das ist jetzt hier nicht mehr so der Fall, aber... Das war mal früher und dann sind die mit Ketten gefahren. Krass. Ich weiß auch nicht, wie das da vibriert hat im Bus dann. Aber ja. Achtung, da steht ein Bus auf dem Standstreifen mit Panne. Oha. Ich glaube, da gibt es sogar brennende Autos in dem Spiel. Ja, nicht nur das. Das ist mir nämlich auch schon widerfahren, also habe ich live gesehen, auch in Spanien, wo dann ein Bus plötzlich in Flammen stand auf der Autobahn. Ich fahre aber 90 und 90 sind hier erlaubt. Ich fahre auch nur 90. Hab ich überholt permanent. Ja, das darf man eigentlich auch nicht. Ja, darf man schon, aber... Ich mach's halt einfach. Eben. Die aber KI fährt schon, mir definitiv zu langsam. Es schaut schon aus, aber der Boden schaut schon krass aus, so in weiß. Das ist schon, also diese Wintermod ist eigentlich schon echt cool. Und das gibt's halt im normalen Spiel anscheinend, ne? Und wenn es jetzt regnen würde, schneit's. Es gibt noch diese Staumod. Ich hab die, aber die ist immer bei mir abgestürzt. Da wollte ich mal installieren, dass ich im Stau stehe. Ja, aber Stau ist im ETS blöd umgesetzt. Okay. Ja, es ist die ganze Zeit abgestürzt. Geht halt wirklich überhaupt nichts mehr. Okay. In Omsi stehe ich immer im Stau, irgendwie Berlin oder so. Rechts halten und dann ausweichen. Und ich bin ja ein Mensch mit wenig Geduld. Und wenn ich dann im Stau stehe, in Berlin oder in, was weiß ich, Hamburg, ja, da werde ich schon schnell ungeduldig. Kann ich mir vorstellen. No front. Auch wenn ich, auch in der Realität, wo ich damals 5 Stunden im Stau stande, wegen irgendeinem Unfall. Und das war wir auch nicht in Deutschland. Wir müssen mal ein Thumbnail noch machen. Oh ja. Lass mir hier rechts an der Tankstelle reinfahren. Oh Gott, ich muss ja wieder vorausschauen, bremsen. Stimmt. Gotha. Lass sie einfach mal rechts neben mich stellen. Mhm.
Ach, jetzt glitschen meine Reifen hinten. So. So. Boah, Bremse. So. Ich gehe mal ganz kurz in den Fotomodus. So, ich mach schon mal mein Fenster auf. Namensschilder aus. Ich kann ja das Wetter jetzt prinzipiell einfach ändern. Passend zur Weihnachtszeit. So. Wie machen wir das denn? Hast du Fernlicht an? Nö. Okay, gut. So. Passt, Abfahrt. Gut. Also ich hab eins. Ja. Ja, Schnauze. So, jetzt wird's kalt, Fenster wieder zu. Hattest du es ernsthaft das Fenster permanent offen? Nee, nee. Nur kurz. Im Stand. Nimm diese Ausfahrt. Ja, im Sommer vor allem natürlich meine Hand immer so gerne aus dem Auto raus. Oder wenn es so richtig warm ist und dann so mit 80 irgendwie jemand durch die Landstraße fährt, natürlich immer mein Kopf so aus dem Auto raus. Ich hoffe, du fährst auf der Landstraße, nicht durch die Landstraße. Wer weiß? Nimm diese Ausfahrt. Okay, ganz komisch. So. Aber es ist so geil, weil ich finde es geil, wie der Sound einfach wechselt, wenn du dann halt die Fenster aufmachst. So wie es halt sein muss. Demnächst rechts abbiegen. Obwohl, das ist ja noch gar nicht. Ja, da ist hier, ja noch ein. Oh. Biege nach rechts ab. Ja, da ist, du wärst mir eiskalt hinterhergefahren, oder? Nee, ich hab da gesehen, dass da sowas Rotes ist. So ein sogenanntes Einbahnstraßenschild. Weil ich aber vorausschauend fahre, habe ich ja schon mal geblinkt. Ich auch natürlich. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Zweite Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Warte mal, hier geht das rein. Allerdings. Biege nach rechts ab. Ausscheren. Oh oh. Da rein. Das geht eigentlich sogar. Alternativ könntest du das auch rückwärts fahren. Nee. Ganz sicher nicht. Geil, der einfach so ein Fußweg ist. Und so ein Zebrastreifen. Wo sollen wir denn den Trailer hinstellen? Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Aha, meine Routenführung ist damit abgeschlossen. Das ist schön. Sie sind am Ziel angekommen. Danke, Helga. Ich glaube, die Tatsache, dass du gerade auf deinen Hof fährst, um deinen Trailer abzustellen, sagt schon, dass du am Ziel angekommen bist. Ich wollte es nochmal signalisieren. Ich habe natürlich das Leichte gemacht. Also ich mache schon Hardcore. Und das dann noch aus der Ego. Oh Gott. Ich schau mal so leicht zu. Ja, das ist sogar eines der. Es gibt ja, glaube ich, gab mal welche, die da habe ich mir gedacht. Die muss ich dann irgendwann überspringen, weil ich es nicht mehr geschafft habe. Abgestellt. So, T. Absatteln. So, das war jetzt auch schon mein Spiel. Mein achter Auftrag, ja. Also, es ist weihnachtsmäßig. Genau.
Ich bedanke mich bei dir fürs Dabeisein. Jo, ich mich auch. Und ich denke mal, wir werden noch den einen oder anderen Auftrag zusammen fahren. Sicherlich. Sicherlich. Ich wünsche euch dann eine schöne restliche Woche. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Um 14.30 Uhr mit einem neuen Video. Ich weiß nicht, ob OMSI oder ETS oder irgendwas anderes. Aber irgendwas wird online kommen. Ihr könnt auch gerne mal bei mir auf Instagram vorbeischauen. Simo-Zock-Insta. Dann könnt, oder ihr abonniert einfach und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch keine neuen Videos mehr. Willst du noch was sagen, Simo Player? Ja, also bei mir eigentlich, ne, wie gesagt, das Video ist jetzt vorbei, habt ihr ja gemerkt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wie sonst auch. Und ja, mehr habe ich anschließend nicht hinzuzufügen. Gut, eigentlich. Dann euch eine schöne Woche und eine schöne Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.